Okay. So, hier war noch eine Frage. Eins, zwei, drei, okay. Hier war noch eine Frage von einer meiner Mitarbeiterinnen zum Thema OMC. Ne? Also von den ganzen Bereichen, also Online-Marketing wäre doch das absolut Einfachste. Ne? Man nimmt einfach so eine Plattform und schmeißt ein bisschen Budget rein und so weiter. Ja und nein zugleich. Ne? Es ist natürlich schon so, dass Google Ads, LinkedIn Ads, Meta Ads und so weiter im Prinzip, ja, ist es sogar so, dass es jetzt auch sozusagen nach und nach immer mehr KI mit reinkommt. Also die Plattformen wie Google Ads, dazu gehören auch YouTube und so weiter, bieten jetzt halt quasi Methoden an, wo man einfach dann die KI mal machen lässt und so. Ne? Man gibt nur noch das Budget rein, ist mehr oder weniger so eine Blackbox. Ja? Und aber du kannst ja immer, also ich möchte es einfach mit einer ganz banalen Antwort beantworten, was ich auch mit meinen Kunden sage. Stimmt alles super richtig. Man sollte sich nur immer wieder ins Gedächtnis rufen. Google interessiert erstmal nur eins. Und das ist Google. Ja? Das heißt, die wollen erstmal nur Maximum verdienen. Ja? Und wenn da jetzt irgendwie so ein Häkchen drin ist oder wenn die einem zum Beispiel vorschlagen, verdoppel mal das Budget hier und dort und so weiter, wenn du jetzt nicht mit einem absoluten Experten zusammenarbeitest, dann machst du vielleicht Dinge, die Google will, weil es dann mehr verdient, aber die du vielleicht hättest nicht tun müssen, weil sie also für dich speziell gar nicht so viel Mehrwert bringen. Und da trennt sich halt relativ schnell die Spreu vom Weizen. Ja? Und dann kommt noch hinzu, branchenspezifisch. Du kannst Google Ads, LinkedIn Ads schalten für ein Produkt, für ein Segment. Ja? Und da funktioniert es in eine bestimmte Richtung, weil du einfach zum Beispiel interessensbasierte Segmente dort zur Verfügung hast. Ja? Wie zum Beispiel Leute, die Kochrezepte irgendwie gerne verkaufen oder was weiß ich. Kannst du dann zum Beispiel auf Google Ads sehr gut targetieren oder auf YouTube. Softentwicklung vielleicht nicht mehr so stark und so weiter. Und dann funktioniert sie auch entsprechend anders. Weil hier geht es auch sehr viel um das Thema Targeting. Ja? An wem strahle ich was aus? Also sind wir wieder beim Thema Product-Market-Fit-Kommunikation, wo du hier quasi selektiv reingehen kannst, manuell oder auch mit ein paar Tools verknüpft, ja, musst du hier teilweise, wenn du jetzt mit die KI mit reinnehmen willst, ja die Plattform irgendwie machen lassen und der muss dir irgendwie einen Indikator geben, hallo, strahl mal bitte mein Zeug zu diesen oder jenen Leuten aus, mehr als wie zu den anderen, ja, weil du hast dort ja Millionen von Leuten theoretisch. Und es gibt natürlich auch Mittel und Wege, dass du einfach nur mal den Plattformen nur Geld gibst und einfach mal die KI machen lässt und mal schauen, was die KI so bringt, ohne dass du jetzt hier groß preselektierst. Funktioniert in der Regel, wenn du halt auch entsprechend Geld dahinter hast, weil du halt quasi erstmal der KI Geld geben musst, dass die erstmal für dich eine Zeit lang arbeitet. Und das dauert schon ein paar Wochen, je nachdem, wie viel Geld du eben hast. Ne? Wenn du jetzt der KI am Tag 500 Euro gibst, dann geht es schneller, als wenn du der KI am Tag nur 20 Euro gibst. Ja? Also das ist, wie gesagt, das hatte ich schon am Anfang gesagt, Online-Marketing ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Und es wird sehr stark vereinfacht dargestellt, auch von den ganzen Coaches und Agenturen und da. Aber wenn man dann tiefer reingräbt, gibt es schon immer wieder ein paar Haken und Ösen, ein paar Stolpersteinchen, auch ein paar Häkchen hier und dort, wo man schon sehr stark aufpassen sollte, wenn man jetzt nicht unbedingt absolut tiefe Taschen hat, ja, und generell einfach was sehr, sagen wir mal, hochoptimiertes aufbauen möchte, sodass ich das Maximum von dem, was ich reingebe, auch das Maximum rausbekomme. Ja. Und das wiederum, sind wir wieder ganz am Anfang, ist auch sozusagen Branchenexpertise, spielt hier auch eine ganz große Rolle. Und deswegen versagen auch so häufig die Agenturen, die für so viele unterschiedlichen Branchen ihre Ads schalten, weil sie einfach mit keiner Branche so richtig tief drin sind. Ja. Okay, beantwortet das deine Frage? Okay, cool. Okay. Danke. Kein Problem. Danke dir. Time for break.